Ja, Duell ist wirklich das richtige Wort, denn es geht wie in Wildwestmanier ums Duellieren. Deswegen hier auch die Saluntür. Deswegen habe ich mich ins Western-Outfit geschwungen. Und ich habe den Eindruck, alle sind hier richtig gut drauf, haben Lust auf Fasnacht. Ich sag nur Rödermark! Rödermark! Wie gesagt, es geht hier um Leute, die sich duellieren. Zwei treten immer gegeneinander an und das ist zum Beispiel der Thomas. Thomas Eberle alias Taunus Thomas. Gleich geht's los, live auf die Bühne. Hand aufs Herz, sehr aufgeregt. Wahnsinnig aufgeregt. In der Probe ging alles schief, aber wir ziehen das durch. Die Mädchen kamen zu spät, aber wir sind ganz aufgeregt und wir machen das heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall toi, toi, toi und viel Glück. Und danke. Eins kann ich sagen, den Thomas haben wir uns schon mal gestern bei der Generalprobe angeschaut und was er da so auf der Bühne getrieben hat, genau das schauen wir uns jetzt an. Hey, Taufen, Taunusman heißt eigentlich Thomas Eberle und besingt seine Superkräfte. Alles auf Hessisch versteht sich, er kommt ja aus dem Taunus. Ach, und eigentlich ist er Lehrer, aber auf der Bühne einfach nur Superman mit Anhang. Ja, das sind meine Catwoman, die haben morgen noch Brillen auf. Heute war das ein bisschen viel über die Aufregung. Und, aber das gehört schon so, die tragen mich ja durch die Bühne. Ohne die bin ich ja nichts. Ne? Ohne Mädchen bin ich gar nichts, die brauche ich. Und das hier ist seine direkte Konkurrenz. GOW, also Gruppe ohne Weibsleut. Oder die hessische Umschreibung für Boygroup. Und heute Abend entscheidet sich im direkten Vergleich, wer die Nase vorne hat. Duellcharakter wie im Wilden Westen also. Den Western-Style bekommt Moderator Jens Kölker deshalb auch als Outfit verpasst. Das ist Spannung in jeder Runde. Ne? Also zwei Leute treten gegeneinander an und sofort eine Entscheidung. Wie hat das Publikum das gesehen? Wer hat da besser abgeschnitten beim Publikum? Und das ist natürlich schon, dass man jedes Mal dann auch mitfiebert und überlegt und nicht eben, wie es vorher war, am Ende der Sendung die große Entscheidung kommt, sondern hier kommen Entscheidungen und spannende Situationen wirklich im Minutentakt. Und da freue ich mich natürlich auch drauf. Abgestimmt wird heute Abend dann per Telefon. 60 Sekunden lang kann man in der Live-Sendung für seinen Lieblingskandidaten anrufen. Immer zwei Kandidaten pro Kategorie. Hier geht es zum Beispiel um den Klassiker, Büttenreden. Wo gibt's mehr Lacher, bei der Kaffeefahrt oder doch eher rund ums Thema Vögeln? Ich trage euch vor meinem Hobby vor, nicht als Sänger, Sportler, Dichter. Ich stelle mich vor als Vogelzüchter. Alles übrigens Amateure auf der Bühne, aber im Vorfeld gab es Hilfestellung, zum Beispiel von Comedian Johannes Scherer. Und Grinsen dabei, das muss richtig, ja, es ist nur so wie so ein schmieriger Verkäufer aus dem Teleshop. Für Taunusman Thomas Eberle sind die Tipps nur Anhaltspunkte. Die Bühne muss er ganz alleine rocken. Coaches können einem viel erzählen, ich will das Publikum haben, deswegen mache ich das ja auch. Ob der Taunusman also heute Abend die Nase vorne hat, das können Sie ab 20.15 Uhr entscheiden. Fünf verschiedene Kategorien gibt's, aber es gibt ein sogenanntes Goodie und das ist genau das hier, die sogenannte Wildcard. Denn wer die gewinnt, der darf nächstes Jahr bei Hessenlacht zur Fasnacht dabei sein. Und gekürt wird das von der sogenannten Jury. Ein Coach ist bei mir, Johannes Scherer. Wie sieht's aus? Wie entscheidet ihr das? Ist es eigentlich schon fest, wer die Wildcard bekommt? Nein, wir müssen jetzt ja erst mal sehen. Wir haben ja 10 Bewerber in 5 Kategorien. Und der, der uns am besten gefällt, der darf nächstes Jahr in Hessens tollste, großartigste Fasnachtssendung zu Hessenlacht. Also wir haben die Proben gesehen, da war schon viel Schönes dabei, aber nichts ist so schön wie jetzt gleich in der Live-Sendung. Vielen Dank, ich kann nur sagen, viel Spaß dabei. Die Generalprobe habe ich ja schon gesehen und es kann nur so viel sagen, es lohnt sich dran zu bleiben, jetzt ab 20.15 Uhr live im HR-Fernsehen. Zurück zu dir, Christine.